Halli, hallo, hallöchen, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4 mit mir, eurem Lastsack. Ist bestimmt was aufgefallen. Das Bild ist wieder normal, ein Glück, aber ihr wollt nicht wissen, was ich dafür getan habe. Ich bin wirklich angekommen und habe an dem Punkt hier. Wartet mal. Sieht scheiße aus. An diesem Punkt, wo es hieß, wollt ihr euch gegen die stählerne Bruderschaft stellen? Ja, nein, hast du nicht gesehen. Ab da habe ich laden müssen. Und ich habe alles bis jetzt wieder neu gespielt. Es war eine tolle Tour. Dieser komische Wolkenkratzer, in dem wir drinnen waren, wo wir ja auch die Stärkepuppe hatten. Ich bin den nochmal ein bisschen weiter abgelaufen, da habe ich was erschreckenderweise festgestellt. Da waren noch mehr Leute, die ich umbringen konnte zum Looten. Ich habe keine Ahnung, ich bin bestimmt 2 Stunden rumgelaufen mit, ihr könnt so viel, ihr tragt so viel, könnt nicht laufen. Und ja, hab mich da lang geschleppt, damit ich das Zeug irgendwie wegschaffe. Ich bin 5 oder 6 Mal hin und her gereist, die ganze Scheiße nach Sanctuary zu bringen. Oh, war das belastend. Im Ernst, das war richtig, richtig, richtig Wie ihr belastend. wisst, macht Dr. Und jetzt sind wir Thompson zum von Glück dem wieder an der Tierladen Stelle, sich wo wir Sorgen vorhin über mehr oder unseren weniger waren. Das Energieverbrauch. letzte Mal haben wir ja Nun unseren Sohn ja, angeguckt, aber wie wir sollten verfügen trotzdem wir zu der Ihnen Tussi keine hingehen. Protokolle? Und Diesen ja, innerhalb der genehmigten jetzt sind wir halt da, wo wir Betriebsparameter normalerweise haben wir sein sollten. geprüft. Das weiß ich. Trotzdem müssen wir Einsparungen vornehmen. Morgen gibt es einen vollständigen Also, Rationierungsplan. Aber bis dahin quatschen müsst ihr wir die alte Mann. runterfahren, Die was ihr Railroad habe könnt. ich übrigens Es wird in zerstört und Tage komplett diesmal zurückwerfen, ausgeraubt. mindestens. Ich Weil weiß, das die wird sind nicht tot und ich habe einfach. es einfach Aber es weggenommen, obwohl muss er stehen sein. stand. Und Das ist wir erstmal können es trotzdem alles. behalten und naja, weiter geht's. Endlich Thompson, haben wir genügend wir stehen uns Energie, um nicht den sehr Bedarf nahe, zu aber decken. darf ich dich Ganz um einen genau. Gefallen bitten? Jetzt Aber reden wir. natürlich. Ellie Was kann ich für dich und tun? ich arbeiten Glaube ich, heute die stillende länger. Bruderschaft kaputt Eigentlich machen. ist das kein Liberty Problem. Prime, Quentin Bruderschaft kann hier allein vernichten. klar. Es ist dann der Aber das ist Zeit. schon das Die dritte Mal. Bruderschaft muss vernichtet werden. Und es muss sofort geschehen. Schon gut, schon gut. Beruhig dich. Ist das nicht Nun, zu viel Aufwand? dann fangen wir besser an. Ormond, komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Armin. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Ormond hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich Super. so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Ja, diese fette Zeppelin. Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein Naja. EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Aha. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es. Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um Ihr Lager ist Sperrgebiet. Okay. Aber Sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Ja. Das kann unmöglich der ganze Plan sein. Nein, das ist nur der erste Teil. Deine Aufgabe ist, näher zum Hauptlager zu gelangen. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Ja, was ist das? Und was ist das? Oh, das wird dir gefallen. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie Sendies. landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu Ach, dieser alles Position klar. bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben Die nur wenige Rauchgranaten und davon. so. Also setze sie gut ein. Wirf Naja. sie bitte nicht in die Bucht. Was ins Wasser. Ja, ich bin Hey, beeindruckt. das ist echt gut. Ich bin beeindruckt. Ich weiß, ich meine, Das war danke. Sarkasmus. Ich dachte, es nützt vielleicht. Ich will nur helfen. Ja, das Deine nützt, wenn ich eigentliche ganz, ganz viele Aufgabe NPCs ist, habe, die zu mir Liberty helfen. Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Ja. Das ist der gigantische Roboter der Bruderschaft. Richtig. Sie halten ihn für ihre ultimative Waffe. Wir Was? werden ihnen zeigen, dass er uns gehört. Okay, Wir ich hätte haben vielleicht unser doch Wissen Liberty gesammelt Prime und die Fragezeichen Mutationen anklicken sollen. vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, Gigantischer das Roboter war zum meine Schutz. Idee, Klingt das nicht gut. Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Ja, dann guck mich auch an, wenn Sorg du mit dafür, mir dass er redest. nicht drauf geht, verstanden?
Mit Liberty Prime auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Er wird nicht durch die Gegend trampeln und er wird auch keine Befehle entgegennehmen. Aha. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Kommunistenziel. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte jetzt. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Plan B. Haben wir einen Plan B? Wir brauchen keinen Plan B. Es wird funktionieren. Danke. Sonst noch was? Ja, super, ne? Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Also gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, du doofe Otze. Sie weiß es vielleicht nicht, aber sie freut sich, dass der Reaktor in Betrieb ist. Super. Hört euch auch. Institut Plus, was? Ich dachte, die haben dafür keine Arme. Die Dinger. Schnell gucken. Steht's Institut Peilsender. Okay. Jan? Ach, wo ist die Scheiße nochmal? Bin's grottig. So angezeigt und. Sie damit irgendwie anders quatschen oder was? Mich verarschen? Daten. Ich nutze den Transmitter, um zum Flughafen zu gelangen. Ja, schön für dich und so, aber. Person identifiziert. Ist das hier? Das ist gerade nicht. Das ist so undeutlich manchmal hier. Naja. Nutze den Transmitter und geh da hin und hast ja nicht gesehen und lass mir in die Füße. Ich muss auch hier hoch. Es sieht, glaube ich, fast so aus, als ob ich den Aufzug wieder benutzen muss. Wenn nicht, dann tut mir leid. Ach ja, übrigens, bei den Siedlungen wurde ja oben was angezeigt gehabt. Ganz, ganz rechts die Leiste. Ich habe erst gedacht, dass das irgendwie Moral bedeutet und dass dadurch mehr Leute kommen oder die maximale Anzahl von Leuten. Nee, das ist nicht so. Das hat damit zu tun, dass das die maximale Ausbaugröße ist. Ich weiß, klingt irgendwie doof, aber... Naja, ihr könnt nur bis zu einem bestimmten Punkt eure Basis, sage ich jetzt mal, immer wieder ausbauen. Ja, ich hätte lieber alles noch ein bisschen weiter zugepackt mit irgendwelchen Türmen und so, aber... Geht doch auf. Das will das Spiel mit einem nicht machen lassen. Sehr, sehr schade. Naja. Die Burg, die das letzte Mal angegriffen wurde, habe ich bestmöglichst gesichert. Von daher... Ach ja, wir sind ja noch zwei Level, glaube ich, aufgestiegen. Die möchte ich ja, wie gesagt, noch nicht nutzen, weil ich die gerne in Taschendiebstahl zweimal reinhauen möchte und mir das Achievement, verstehe Spaß oder irgend so. Ach, keine Ahnung, wie das jetzt nochmal genauer ist, egal. Jedenfalls müsst ihr dafür zwei Punkte in Stehen, also Diebstahl, reinskillen und müsst dann eine Handgranate oder eine Mine oder sowas in das Inventar von dem Feind legen, damit ihr da die Errungenschaft bekommt. Ich möchte die ungern verschwenden, weil ich das ja, nicht brauche und deswegen so ein bisschen als unnütz sehe, betrachte, wie auch immer. Und ja, möchte die schneller reinhauen, mal schnell irgendwie das Zeug reintun, um dann das Achievement zu bekommen und dann richtig zu spielen. Wie gesagt, einen Punkt braucht man, glaube ich, noch Glück. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. Bei Glück habe ich ja gesehen, gibt es noch diesen Querschläger. Ich denke, die Fähigkeit würde uns enorm nutzen. Manchen Situationen. Wenn nicht, dann muss ich nochmal bei den anderen gucken. Weil wir müssen ja auch noch Wissenschaft hochkriegen und Rüstungsschmied wäre auch ganz gut. Ach man. Ich krieg euch. Wart's mal ab. Ach man. Entfernt's euch. Oh shit. So, wo seid ihr?
Wo seid ihr? Einen habe ich markiert, okay. Das ist nur noch Vorsicht geboten. Ja, ja, ich habe mich zurückgezogen, keine Angst. Ich komme nicht wieder. Ist das Raumschiff? So. Ganz ruhig. Dort. Gut. Ist ja noch einer, genau. Nicht getroffen, scheiße. Aber wir kriegen euch noch. Keine Angst, ihr Schweine. Wie gesagt, ich mach die Bruderschaft noch nie. Ich find's gut, dass wir gegen den Krieg ziehen können. Was ist das denn? Scheint dieser Liberty Prime zu sein. Der Roboter. Du hast gedacht, meint irgendwas damit oder so. Das sah so ein bisschen danach aus, aber. Sieht auch eindrucksvoll aus. Ja, Somerville Place. Ist übrigens auch nochmal die Nachricht gekommen, dass die angegriffen wird und so weiter. Und so fort von irgendwen. Ich habe dann einfach die Mission nicht machen können, weil, wie gesagt, ich dieses ganze Loot hatte, das mich so überladen hat. Ist einfach nur der Wahnsinn. Ich? Noch genau der Kopf? und ich bin dann wieder hingegangen. Da war. Heidewitzka. Da war dann wirklich nichts, aber auch absolut gar nichts, was kaputt war oder irgendwie anderweitig wieder aufgebaut werden musste oder so. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist... ich habe noch ein Haus gebaut. So ein Schnellhaus, sage ich jetzt mal. Hab da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten, glaube ich. Och! 6 Betten noch eingebaut. Damit... die ganzen Leute, damit die ganzen Leute halt zufriedener sind, weil, ja, da waren, glaube ich, lass mich lügen, 15 von 13 Leuten oder irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir dem Abhilfe geschaffen und der scheiß Verti Bird macht einen wahnsinnig. Ist das wie Verti Bird? Weiß es nicht, ganz im Ernst. Was? Okay, ich glaube, die Triebwerke sind die schwachen Stellen von den Dingern, oder? Genial. Cool. Hier drüben. Was, wo, wie, wo? Wo hast du mich gesehen? Naja. Mal schön eine Fresse halten, Wichser. So. Und nicht anders. Ah ja. Lass uns jetzt reinschleichen und ich hoffe, ihr braucht nicht irgendwie einen Hacker-Skill oder sowas, weil. Ist das schon ein bisschen doof. Das war richtig doof. Ich schätze damit, dass wir zum Schluss wirklich in Kauf nehmen müssen, dass unser Sohn gestorben ist oder sterben wird. Ist das? Da ist es. Ist zwar etwas schade, aber irgendwo absehbar, weil wenn die schon ankommen und was an dem Krebs sagen und so. Naja. Haben wir ihn wenigstens nochmal getroffen, haben ihn stolz gemacht. Oh, da hinten. Seht ihr es? Krieg ich dich mit einem Schuss? Geil! Wer ist da? Niemand. Oh. Das war doof. Ja, der hat die Laser-Automatik-Knarre. Die hat einen Raketenwerfer, die wird's wissen. Okay. Bitte, bitte lass du auch nur einen einzigen Schuss. Ich muss natürlich daneben. Noch, da liegt eine Mine. Was?
Oh shit! Oh shit! Raus! 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 Raus, 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 raus. Ganz, ganz schnell. Jawohl, ferne Ziele verlieren ja die Aufmerksamkeit von uns. Wegen dem letzten Skill von Schleichen. Ja, doch nicht so schlecht, dass wir das noch reingehauen haben. Besser gesagt, geskillt haben. Ja, ich sehe es jetzt schon wieder, wenn wir die ganzen Leute abknallen. Wir werden wieder so überladen sein, um das ganze Zeug wieder wegzukriegen. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn der Bruderschaftshani? Den habe ich doch markiert. Die hat sich die Raketenwerfer geschnappt. Doofe Idee, bist ein primäres Ziel für mich. So, du dreh dich um, damit ich deine Fresse richtig sehe. Ach Mist. Komm, 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 bleib stehen. Rumdrehen. Rumdrehen, sagte ich. Das ist gut, stehen bleiben. Meine Güte, das sieht gerade aus, als hätte er keinen linken Arm. Das sieht nicht nur so aus, das ist irgendwie so, oder? Komisch. Computerfehler. Bei der Anzeige. Och Mann! Ich weiß, was du da willst. Ich auch. Jetzt habe ich deine hässliche Fresse getroffen. Das war nicht ganz der Schädel, glaube ich. Och Mann! Die Fettwurst hin und... Fahr! Ganz knapp! Ganz, ganz knapp sogar. Immer haben sie mich nur an meinem kleinen Zeh erwischt. Gut, wieder versteckt. Jetzt mache ich dich stählernen Vollidioten noch kaputt. Plus Freunde. Bei diesen Panzerten. Plus Freunde. Dann mal weiter sehen wir es hier. Und Stuttengate. Das Geschütz möchte ich auch gerne kaputt wissen. Das war doch ein Kopfschuss, oder? Bleib stehen. Mann, bleib stehen, sagte ich. Keine Ahnung, trifft das nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Hier, Nervenjäger. Drei noch. Wie ich das sehe. Bislang jedenfalls. Zwei. Was war das? Es bringt nichts, sich zu verstecken. Ich sag das euren toten Freunden. Och. Ui, du, 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 du. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns die ganze Zeit, aber es ist ja offensichtlich, wenn hier überall nur diese scheiß Dinger sind. Ja, einen Tarn. Aber oh, wo ist diesmal hier direkt über uns sein soll? Ah, oh, na klar. Jetzt, Leute. Ganz schlechte Karten. Was war das? Captain. Ist klar, dass die nicht durch einen Kopfschuss stirbt. Trotzdem, wie viele von den Leuten gibt's denn noch hier? Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Okay, es gibt noch drei Stück. Tödliche Gewalt? Ach doch. Ich schon die ganze Zeit gegen euch. Vollidioten. Okay. Noch einer nach Pause oder was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Stirb. Ja, Seitenstich garantiert. Von der anderen Seite schieße. Das werden immer und immer mehr. Haben wir den Paukus noch alle gesehen? Nee.
Alter, leck die Ziege! Wie viele? Na gut, stimmt. Die hat ja gesagt, wir müssen da alle ausschalten, damit dieser Synth-Läufer, hast du nicht gesehen, Fuzzi, dahin kann, um. Bleib stehen. Das ist Liberty Prime, irgendwas. daran zu tackern, also damit der sozusagen auf unserer Seite kämpft. Das wird wieder so eklig lange dauern, hier alles, was da rumliegt. Alles, was hier rumliegt, wieder nach Hause zu bringen. Okay. Speichern. Ist das so, oder ist hier noch irgendein Scheißding, weil das ist alles so hell ist? Das irritiert mich. Hier sind ja noch zwei wieder. Wollt ihr mich verarschen? Wo kommen die ganzen Leute her? Sieht aus, als ob die auf dem Haus da drauf ist. War die in einer kaputten Rüstung? Verstecken ist sinnlos. Nein, ist es nicht. Loot jetzt mal nicht. Sag, das mache ich dann. Oh. Stirb doch einfach. Es bringt nichts, sich zu verstecken. Was? Die können sich nicht vor uns verstecken. Das war ein geiler Schuss. Durchsucht den Bereich. Hä? Och, komm schon. Ja, ja. Lernpaladin und so. Was für wo? Shit. So, die scheiß Ding da. Oh, ich sehe es jetzt. Na gut, aber wie es weitergeht. Ja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Euer Lasse.